wir haben ein bisschen nachdenken müssen jetzt innerhalb der Firma und auch in Seniorfragen. Wir haben wirklich nicht mehr gewusst, wie lange wir schon eine Geschäftsbeziehung mit der Firma Haubenberger haben. Es hat sich herausgestellt, dass wir schon Mitte der 80er Jahre von der Firma Haubenberger beliefert werden. Damals waren es noch Semmeln und Brot und mittlerweile tun wir auch seit 16, 17 Jahren Frischbacken. Das ist auch was bei den Leuten sehr gut ankommt. Wir haben vor einigen Jahren umgestellt auf Steinbacköfen, also die Brote werden im Steinbackofen gebacken oder Semmeln, Salzstangen machen wir zum Teil auch im Steinbackofen, weil das einfach eine andere Qualität ist. Das ist eine Qualität, wie du es beim Bäcker kriegst, eine Ruhe in der Hitze, das hat eine andere Kruste, das schmeckt ganz anders und das schmeckt deinen Kunden. Ein großer Schwerpunkt bei uns ist die Regionalität in der Firma. Das ist einfach ganz wichtig, dass sei es jetzt Lieferanten, sei es Landwirte oder andere Produzenten, die aus der Gegend sind, schauen wir, dass wir zu uns ins Boot reinholen, weil umgekehrt, sie können ja auch zu uns einkaufen. Die Betreuung ist wirklich optimal. Es gibt eigentlich keine Sachen, was es nicht gibt. Das ist bis heute so und das ist für mich eine Überraschung, dass in so einem großen Betrieb das noch immer funktioniert, ja? Dass Sachen möglich gemacht werden, die vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich sind. Ich kenne es auch von anderen großen Firmen, wo das alles schon so starr wird, wenn sehr viele Menschen zusammenarbeiten. Aber da kannst du auch wirklich mit ausgefallenen Sachen kommen und das wird gemacht. Nein, wir haben wirklich eine gute Partnerschaft mit der Firma Haubenberger. Die Zusammenarbeit hat eine richtige Handschlagqualität, wie man es zwar früher gewöhnt ist. Also mein Name ist Hans Galistl. Ich betreibe mit meiner Frau und 23 Mitarbeitern diesen Sparmarkt hier in Mansch.